Hydrobi ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser und existiert seit der dritten Spielgeneration. Es kann sich zu Morabell weiterentwickeln, welches sich selbst zu Sumpex entwickeln kann. Neben Gekkabor und Flamni ist Hydrobi eines der Starter-Pokémon aus Hoenn. Als Starter-Pokémon ist es in Pokémon Rubin, Saphir Smaragd, Omega Rubin und Alpha Saphir erhältlich. Hydrobi ist ein kleines, vierbeiniges und amphibienähnliches Pokémon mit hauptsächlich blauer Färbung. Vom Unterkiefer ausgehend verläuft eine blaugraue Färbung den Bauch hinunter und endet an der Schwanzspitze. Das Pokémon besitzt einen ovalen Kopf, welcher etwas größer als der eigentliche Körper ist. Auf dem Haupt wächst eine breite Flosse senkrecht in die Höhe, welches als zusätzliches Sinnesorgan Bewegungen in der Luft und im Wasser erkennen kann. An den Wangen sind die orangefarbenen, aus drei Zacken bestehenden Kiemen zu sehen und die kleinen schwarz-weißen Augen befinden sich über den beiden kleinen Nasenlöchern. Darunter ist das sehr breite Maul zu erkennen. Hydrobi steht auf vier Beinen und schließlich wächst hinten eine breite Schwanzflosse und in seiner Shiny-Form sind die blauen Körperabschnitte rosa-violett gefärbt. Die blau-grauen Stellen an seinem Körper werden leicht gelblich. Hydrobi punktet mit einer überaus starken Angriffsstärke. Trotz seiner kleinen Größe besitzt er so viel Kraft, dass es dazu fähig ist, Felsbrocken, die größer sind als es selbst, zu heben, zu zerquetschen und zu zerbröseln. So kann es beispielsweise physische Attacken des Typs Gestein wie Steinwurf einsetzen. Auch besitzt es eine große Schwanzflosse mit propellerartigem Einsatz, welche dem Pokémon dazu dient, unglaublich schnell durchs Wasser zu schwimmen. Dort kann es durch Wasserattacken wie Whirlpool und Hydropumpe großen Schaden anrichten. Wie alle Wasserstart-Pokémon ist es mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Kombinationsattacke Wassersäulen zu erlernen. Falls mit Feuersäulen kombiniert wird, entsteht ein Regenbogen, welcher alle Ziele verwirrt. In Kombination mit Pflanzensäulen entsteht ein Moor, welches die Initiative des Gegners senkt. Ebenfalls teilt es sich mit den Wasserstartern die Standardfähigkeit Sturzbach. Besitzt ein Pokémon mit Sturzbach nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke von Wasserattacken um 50%. Werden Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Seine versteckte Fähigkeit ist Feuchtigkeit, die explosive Attacken und Fähigkeiten wie finale Explosion oder Finalschlag unterbindet, solange es sich auf dem Spielfeld befindet. Hydrobi lebt am Wasser und schläft nachts eingegraben am Flussufer. Es ist ein äußerst sensibles Pokémon, welches seine Kopfflosse dazu nutzt, Strömungen und Bewegungen im Wasser und in der Luft wahrzunehmen. Somit bemerkt es alle Geschehnisse in seinem Umfeld, ohne dabei seine Augen zu benutzen. Außerdem ist Hydrobi ein äußerst talentierter Schwimmer, wobei es unter Wasser die Kiemen an seinen Wangen zum Atmen nutzt. Dabei ist Hydrobi der erste Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Morabell weiterentwickeln, welches sich wiederum zu Sumpex entwickeln kann. Weiterhin kann Sumpex dann seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir eine Mega-Entwicklung vollführen. In der Entwicklungsreihe werden die Hauptcharakteristika von Hydrobi beibehalten. Diese sind sein blaufarbener Hautton, die orangefarbenen aus drei Zacken bestehenden Kiemen an den Wangen und die Flosse auf seinem Haupt. Durch jede Entwicklung gewinnt das Pokémon an Körpergröße, durch die zweite Entwicklung noch an orangefarbenen Zierelementen an den Gelenken, welche Ähnlichkeiten zu Ellbogen bzw. Knieschonern aufweisen und seinem Wirken Ausdauer verleihen. Interessant ist, dass Morabells Farbgebung im Gegensatz zu Hydrobi und Sumpex einen türkisen Stich hat und es statt einer Schweifflosse zwei besitzt. Wie alle regulären Starter-Pokémon entwickelt sich Hydrobi bei Erreichen von Level 16 zu Morabell und Morabell entwickelt sich bei Erreichen von Level 36 zu Sumpex. Sumpex verführt dann mit einem Sumpex-Need die Mega-Entwicklung. Mit seinem Typ Wasser nimmt Hydrobi halben Schaden gegen Feuer, Wasser, Eis und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.